So geil, ne? Guckt euch diese Atmosphäre an. Guckt euch mal an, wie geil das aussieht. Guckt euch mal an, wie geil. Ehrlich. Hallo, liebe Freunde. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode hier von Let's Play Resident Evil 2, dem Remake hier. Freunde, wir spielen mit Claire, nicht mit Leon. Denn die Story von Claire ist etwas anders. Und ich habe es bereits in der letzten Episode gesagt, dass ich das so übertrieben mühsam finde, mit Claire nochmal hier das Game zu spielen, tatsächlich. Aber das tut nichts zur Sache, weil ich liebe das Spiel, es macht nach wie vor Bock. Und ich muss sagen, eigentlich hatte ich das gar nicht so vor. Und falls ihr natürlich den Kanal nicht abonniert habt, dann lasst doch sehr, sehr gerne ein Abo und ein Like da. Freunde, das ist echt eine komplizierte Sache. Ich habe mir natürlich ein bisschen Gedanken gemacht, ehrlich gesagt, wie soll ich dieses Rätsel hier lösen? Das ist zum Beispiel so eine Sache, die, ja, mir nicht so ganz bewusst ist oder war. Und zwar schaue ich jetzt mal. Also wir müssen links 9, rechts 15, L7. Also links nach 9, 9, 15, 7. Ich probiere es nochmal. Okay, jetzt habe ich es gerade probiert nochmal, aber das tut nichts zur Sache. Ich werde das jetzt noch einmal natürlich probieren. Ja, komm, Alec. Es ist einfach nur, es ist so eine nervige Sache, das glaubt ihr gar nicht. Also, 9, 15 und 7. Ich probiere es noch einmal. So, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jetzt zu 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, wenn das nicht geht, mache ich was ganz anderes. Also einmal machen wir 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Einmal 9. Dann einmal 15 direkt. Und dann einmal 7. Okay, wenn das auch nicht geht, dann machen wir es ganz anders. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jetzt 7 zurück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann sage ich dazu gar nichts mehr. Ich habe die Nase voll. Ohne Scheiß. Was ein Dreck. Ohne Witz. Ich weiß nicht, wie ich das Code lösen soll. Diesen Kack-Code. Ich habe es so oft schon probiert. In der letzten Folge habe ich es probiert. Davor habe ich es probiert. Jetzt habe ich es probiert. Was soll ich denn noch alles probieren? Was wollt ihr von mir? Ohne Flachs jetzt mal. Was ist mit euch? Hier, Kaiserstatue. Linke Statuenarm. Kurbelvertiefung. Das ist so eine schwachsinnige Kacke hier, ehrlich. Unfassbar. Vor allem das Witzige ist, ich hab's, ja, ihr dummen Dreckzombies. Ich hab's vor allem bei Leon, habe ich das ganz locker geschafft, ganz komisch. Derselbe Code schaffe ich, aber hier, nö, hier geht's plötzlich nicht. Hier, nö, hier geht's natürlich nicht. Richtig unlogisch. Ohne Witz. Ja, hier ist natürlich auch nichts. Das wäre Kackzombies. Da verliert man, ey, ohne Scheiß, bei sowas, ich denke mal, das ist ein Bug oder was ist das? Echt, ohne Scheiß, ich habe den Code sogar aufgeschrieben. Ich weiß nicht, was ihr habt, ehrlich. Ich weiß nicht, was euer Problem ist in dem Spiel, wirklich. So, da ist noch so ein Beobachtungsraum und bla bla bla, hier war ich ja schon überall eigentlich. Hier ist ja so gut wie nichts. Ich habe eine dumme Batterie gefunden, wow. Toll, ich habe eine Batterie gefunden, sehr schön. Schön, oder? Ich habe eine Batterie gefunden, sehr gut. Lächerlich. Ja, und Zombie, alles klar? Wie geht's dir? Brauchst gar nicht mich angucken. So nervig, ne? Hier, nochmal hochwertiges Schießpulver. Hier ist ja, weißt du, wie ich meine? Ich habe das ja schon alles hier. So lächerlich, dass es mich schon teilweise nervt. Ich habe einen Freund, der kann das in- und auswendig, das Spiel. Ich wollte ihn auch fragen, aber ich dachte mir einfach, komm, ich lasse das jetzt mit dem Fragen. Also muss ja nicht sein, dass ich den jetzt alles irgendwie abfragen muss oder so. Hier mal kurz alles verstauen. Das regt mich gerade unnormal auf, das glaubt ihr gar nicht. Wartet mal, hier habe ich noch was. Hochwertiges Schießpulver, und das können wir beides kombinieren. Zack. Verstauen. So, ganz ehrlich.
Was muss ich noch suchen? Was wollt ihr von mir? Ohne Scheiß jetzt. Das ist ein Witz. Also Dreckszombie, Alter. Eklige Missgeburt. Ehrlich. Da kann man echt nur fluchen. Fluchen über Fluchen. So, was ist hier drin? Hier kann ich nicht rein, ne? Nee. Ich muss alles nochmal im Detail hier mal angucken. Ja, ihr dummen Dreckszombies, wir haben es verstanden. Was gibt's denn hier noch drin? Nichts. Müll, ehrlich, Müll. Das regt mich schon wieder. Sowas regt mich einfach nur auf. Ich sag's euch, wie es ist. Es regt mich echt auf. Hier, komm, hier machen wir zu. Es nervt mich. Allen Ernstes, es nervt mich einfach. Weil man im Spiel, weil man wirklich sich den Arsch aufreißt und. Es ist so undankbar, dieses Spiel. Oh. Lol, haben die kaputt gemacht? Digga, was ist mit denen? Haben die kaputt gemacht? Haben die, glaube ich, kaputt gemacht oder so. Was ist hier? Ja, Pistolenmunition. Ja, hier sind so ein paar Sachen, die ich natürlich hier neu irgendwie entdecke. Keine Frage. Was ist hier? Ah, kann ich kaputt machen. Mache ich doch gerne. Das wusste ich jetzt natürlich nicht. Aber... Ah! Das Elektrogerät. Das habe ich gesucht. Das habe ich gesucht, um ehrlich zu sein. Endlich. Hier. Das kann ich auch noch nehmen. Hier, und dann können wir es da hinten zumachen. Die Idioten, die wollen, sollten ja nicht reinkommen. Ja, es ist witzig. Ich hab's verstanden. Du elende Geburt, ey. Du Elender. Ey, was ist mit dir los? Was? Kannst du doch nicht glauben. Hier. Hier, kann ich das nicht zumachen? Lol. Kann ich nicht zumachen? Nice. Gut zu wissen, dass ich es nicht zumachen kann. Dachte, ich kann zumachen. Ey, gibt's aber auch nichts mehr, glaube ich. Ach, da. Blendgranate und so. Ja, danke. Ah, warte mal hier. Einmal die Tür öffnen. Lol. Ah, das ist eine verbotene Tür. Und jetzt, wenn ich hier rechts lang gehe, komme ich hier durch. Sehr gut. Und hier kann ich dann auch durch, oder? Tada! Sesam, öffne dich! Sesam, öffne dich! So, hier. Einmal bitte verstauen. Hier kann ich das einmal kombinieren. Zack. Jetzt haben wir einen Zünder. Den brauchen wir für oben. Und dann können wir irgendwann natürlich dann durch die Tür. Beziehungsweise hier dann das nächste Schloss irgendwie öffnen. Ich habe so lange gesucht jetzt, ne? Es regt mich einfach auf. Ohne Scheiß, kann mich immer noch drüber aufregen. Ich verstehe es nicht, warum dieser Code nicht geht. Einfach nervig, wirklich. Das ist so krass, ne? So, hier müssen wir einmal kurz rein. Hier war noch die Blendgranate, die wir eben noch mitnehmen. Und dann wieder zurück. Und wir wissen auch, dass wir diesen... Also, für die Leute, die es nicht wissen, als wir Leon gespielt haben, hat uns so ein riesiger, ja, Mistkerl quasi verfolgt. Richtig ekelhafter Typ gewesen. So, das verstehe ich auch. Das kann ich da so liegen lassen und dann gehe ich direkt nach oben und öffne jetzt auf jeden Fall mit der Zündbombe diese eine Wand. Ich glaube, das wäre ganz sinnvoll. Würde ich mal sagen. Oder, Freunde? Ab nach oben. Na, ihr Ekligen? Ihr braucht gar nicht aufstehen. Dass sie da immer noch so liegen, irgendwie witzig. Kuscheln da so ein bisschen rum und so. Gerne doch. So, hier war's. Haha. Ich weiß es, Leute. Let's go. Boom. Ja, komm her, du Missgeburt. Ich muss das Teil nehmen. Ah, ich brauche das Code. Diesen Code. Wo ist der? Hier. Was ist das denn hier überhaupt? Oh oh.
Lass mal stecken, Kollege. Ach so, das ist diese Jungfrau, glaube ich, oder so. Oder was das sein soll. Wo ist das denn? Zack. Jungfrau, Bogen, Schlange. Jungfrau, Bogen, Schlange. Jungfrau. Jungfrau, Bogen, Schlange. Was ist denn da denn eine Schlange? Das hier vielleicht? Nein, geht nicht. Ah, jetzt. Voila, dankeschön. So, das Mädchenmedaillon. So, komm her, du Mistviech. Ich bin bereit, du elende Geburt. Wo bist du? Hi. Ah, macht Spaß. Jo, das Ding ist sowas von krass stark. Das Instant. Wow, 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 wow. Muss gar nicht aufstehen. So, einmal kurz zur Seite schieben. Ah, das Ding ist schwer auf jeden Fall. Safe. Voila. Und jetzt ab nach unten, würde ich sagen. Hier brauche ich auf jeden Fall auch hier ein bisschen mal zur Seite schieben. Hier muss ich ja früher oder später sowieso lang. Oben dann so einen Weg quasi uns erbahnen. Das kennt ihr ja auch, hoffentlich. Hier oben auch noch. Zack, einmal nach links und let's go. Oh, doch nicht. Das kann so bleiben. Ach ja, das ist wirklich, also von den Rätseln her muss ich einfach sagen, das Game ist schon sehr krass gemacht. Also ich glaube, ich kenne kein Spiel, was solche Rätsel hat wie dieses Spiel, wenn ich ehrlich sein soll. Oder und auch vor allem so viel Spaß macht auch wie das jetzt hier, ne? Das muss man auch nochmal sagen. So, und jetzt, ne, die Holzbretter könnte ich doch noch vielleicht gebrauchen, oder? Na, egal. Speicher kurz. Sicherheitshalber natürlich. Jetzt gehen wir hier nach oben. Marvin zum Beispiel, müsst ihr hier noch sitzen? Der Arme, den hat es richtig krass getroffen. Der wird auf jeden Fall ein Zombie irgendwann, 100%. Das wissen wir ja. Let's go. Ich glaube, es ist soweit. Wir müssen hier durch. Es kommt, glaube ich, eine Zwischensequenz auch. Einen Weg herausfinden. Das ist es. Da geht's wohl unter die Erde. Gut, wir können raus aus dem Loch hier. Hey Marvin, aufwachen! Da ist ein Weg raus! Marvin, kommen Sie! Holen wir Sie hier raus! Los! Alles okay? Nein, ich gehe nur. Rette dich selbst. Kommen Sie, das ist übel. Sie müssen bitte dringend ins Krankenhaus. Claire! Wir beide wissen, wie das ausgeht. Verschwinde aus der Stadt. Ich lasse sie nicht einfach hier. Claire, bitte, geh. Tu es für mich. Okay. Hey, Marvin. Danke. Krass. Liebe das, ey. Und wisst ihr, was das wirklich unnormal Geile ist? Und das vergessen sehr viele von euch.
Story über Story. Ähnlichkeiten sehen wir wieder. Hier Brandgranate und bla bla bla. Etc. pp. Hier können wir natürlich wieder speichern eigentlich. Schießpulver wiedergefunden. Kann ich natürlich hier einmal, ja, verstauen. Ich habe auch noch Säuregranaten und alles mögliche. Also wenn es hart auf hart kommt, wissen wir Bescheid. Gibt es sonst noch was? Ich glaube nicht. Hier, zack. Natürlich speichern. Logisch. So, dann würde ich sagen, nichts wie runter. Das wird jetzt richtig geil. Das ist einfach das Geilste an diesem Spiel. Ohne Witz jetzt. Ohne Flachs. Nichts wie runter. Hier entlang. Ich mache manchmal so die Cam an, manchmal mache ich die Cam aus, um euch das einfach so ein bisschen zu zeigen. Hier müsste, glaube ich, so ein Schließfach sein oder so. Hier kommen wir aber nicht durch. Hier, was ist das denn? Oh, eine Handgranate, nehme ich doch gerne. Werfen wir auf jeden Fall auf die ein oder anderen Gegner, die müssen alle dran glauben. Hier ist, glaube ich, was, aber ich habe das noch nie so geöffnet. Ich weiß auch nicht, wie ich das öffnen soll. Ja, damit geht es natürlich nicht. Hier gibt es, glaube ich, eine Tür. Ja, ich habe auch keine Ahnung, wie ich die öffne. I don't know. I don't know. I don't know it. Hallo? Hallo? Hä, welches Monster ist das? Ist das das gleiche Monster, was wir kennen? Warte. Oh. Wartet mal. Ist das das gleiche Monster, was wir kennen? Wird man dann erfahren jetzt. Dieser verfluchte Eselkopf. Kein bisschen. Hä? Oh. Hallo? Hey. Ist okay. Ich tue dir nichts, versprochen. Kann ich dir helfen? Hier, nimm doch meine Hand. Du brauchst Hilfe. Tut mir leid, ich kann dich nicht verstehen. Du brauchst Hilfe. Wieso? Er ist genau hinter dir. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das glaube ich einfach nicht. Mit diesem Freak lässt sich nicht. Das kennen wir, Freunde. Wo bist du? Zeig dich. Wo bist du? Ich will dein Auge treffen. Toll. Wieso kann ich dein Auge nicht treffen? Okay, dann mach ich's anders. Ich kann sein Auge nicht treffen, Mann. Probier's noch einmal. Ey, du eklige Müllgeburt. Das sollte klappen. Das Auge. Nur wenn ich das Auge treffe, kann ich den killen. Nein! Du hast genug kaputt gemacht. Ich werde nicht so viel wie den verballern, ehrlich. Nein. Immer schön aufs Auge. Nur durch sein Auge können wir ihn, glaube ich, killen. Ja, komm, du hast genug Kacke gebaut. Auge. Immer schön im Kreis laufen.
Komm! Jo, Ausraster sein Urgroßvater. Das ist es. Wie oft wollte ich noch auf ihn schießen? Also, sorry. Wie viel hält dieser Typ aus? Auge? Digga, wie viel hält der aus? Jetzt. Ist das? Ganz sicher? Ja, versprochen. Alles ist gut. Du musst nur die Leiter für mich runterlassen. Suchst du mit mir meine Mom? Deine Mom ist hier unten? Ich denke schon. Ich hoffe es. Ja. Na klar, ich helf dir. So ein geiles Spiel. Sagt, was ihr wollt. So, Freunde, wartet kurz. Ich will hier natürlich alles mal so ein bisschen erkunden hier. Hier, das nehme ich natürlich alles mit. Granate hätte ich auch nutzen können gerade. Oh, hier gab es so viel, was ich nutzen konnte, könnte. Oder wie man es beschreiben will. Hier ist auch noch was. Hier, ich weiß schon, was wir machen werden. Hier, wartet kurz. Was ist das? Ah, nehme ich doch gerne Pistolen, Munition und so. Nett. Oh, hier ist auch noch was. Nehme ich doch gerne. Ah, oh, hier ist noch mehr, lol. Wartet mal, kombinieren, zack. So, was ist hier noch? Ach, eine Pflanze. Hm. Würde ich gerne nehmen und dafür will ich dann dieses Holzbrett wegwerfen. Und dafür nehme ich die Pflanze. Kann uns immer hilfreich sein. So, und jetzt gehen wir auf jeden Fall die Treppe hoch. Hier lang. Let's go. So geil, ne? Richtig cool, Mann. Guck mal, wo wir lang gehen müssen. Was ist hier? Ah, hier sind noch mehr Pflanzen. Lol. Hier ist noch mehr. Hier hätten wir lang gehen müssen. Krass. Ja, ich habe aber kaum Platz noch, um ehrlich zu sein. Also. Oh, hier sind so viele Pflanzen. Das ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles hier, ja, verbinden soll. Kann ich leider nicht mitnehmen. Doch. Wenn wir ihn nutzen. Du hast es geschafft. Ich sag doch. Wenn wir ihn nutzen. Let's go. Also, wie ist deine Mom so? Sie arbeitet bei Umbrella. Sie arbeitet an einer wichtigen neuen Arznei. Umbrella, das riesige Pharmaunternehmen? Mom arbeitet ständig. Ich sehe sie nicht so oft. Hoffentlich siehst du sie schon bald wieder.
so geil, ne? Die Atmosphäre ist einfach genialo. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich finde das richtig geil. Und wo ist dein Dad? Er arbeitet mit meiner Mom, aber er ist weg. Wow. Voll stumpf. Sind beide nicht mehr da. Richtig stumpf. Wartet mal, ich werde das hier mal verstauen. Und dann laufe ich ganz kurz zurück. Oh, tut mir leid. Brauchst du nicht. Das bedeutet, wir haben was gemeinsam und... Ist doch was Gutes, nicht? So geil, ne? Atmosphäre ist einfach wirklich... Genial. Atmosphäre ist wirklich gut und gelungen. Habe ich schon so oft gesagt... Ich weiß auch gar nicht, wie viele, also wie lange ich allein schon für dieses, für all das hier gebraucht habe und so, wenn ich es überlege. Also für Lyon, für den Lyon-Part habe ich schon sehr lange gebraucht, finde ich irgendwie. Auch viel überlegt und getan und ich musste das tatsächlich so viel herumprobieren und schauen. Das ist echt nicht einfach. Aber es ist sehr, sehr nice. Es ist sehr cool. Es ist meiner Meinung nach auch verständlich und einfach. So wie es hier einfach auch dargestellt ist. So, hier verstauen wir alles. Hier auch. Hier speichern wir natürlich. Jawohl. Und dann können wir direkt weitermachen, würde ich sagen. Hier lang. Was hat das mit dem Kind auf sich? Habe ich gar nicht verstanden. Aber ich glaube, eine Zwischensequenz folgt. Krass. Es ist so. So geil, ne? Guckt euch diese Atmosphäre an. Guckt euch mal, wie geil das aussieht. Guckt euch mal, wie geil. Ehrlich. Tja, ich werde es mal öffnen. Ich habe die Karte nicht. Verdammt. Geht nicht ohne Karte. Komm schon. Hilf doch mal. Und es geht sicher hier lang? So bin ich mit Mom letztes Mal gegangen. Sherry? Was? Ich habe überall nach dir gesucht, Sherry. Tapfere Kleine, gehst einfach raus inmitten von diesem Chaos. Auf den Boden, Hände hinter den Kopf. Das meinen Sie nicht ernst. Auf den Boden. Jetzt. Sherry, bissel Ihre Hände. Wieso tun Sie das? Sei still. Tu es. Was? Okay, dann. Du gehorchst mir jetzt, oder sie ist tot. Was soll dieser Mist? Kindeswohlgefährdung fürs Erste. Sherry, komm her. Was wollen Sie mit ihr? Geht dich überhaupt nichts an. Wenn Sie ihr wehtun, ich schwöre, ich hole meinen Bruder von Stars und wir... Sherry, hierher, sag ich. Wie heißt du? Wie heißt du, verdammt? Claire. Sherry... Kommst jetzt mit mir oder sagst leb wohl zu Claire. Okay, okay, ich gehe. Sie bringen mich besser zu meiner Mom. Natürlich. Hör nicht auf ihn. Er lügt dich an. Stopp, hören Sie auf, bitte. Du erklärst mir nicht meinen Job. Stopp! Lass mich los! Lass mich los! Offensichtlich müssen wir dir erst manieren, Albert. Oh ja, das werden wir. Lass mich los! Ich krieg dich, du Arschloch!
vorsichtig, Sherry. Was ist das bitte? Die Ding. Okay. Erst die Karte. Und dann bekommt das Arschloch, was er verdient. Würde ich sagen. So, ich glaube, so wie wir es mit Lior kennen, müssen wir hier lang. Als erstes. Würde ich sagen. Was? What the fuck? Warum ist das dazu? Okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen überrascht. Also ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass das der Fall sein würde. Da müssen wir hier lang. Der Typ kam bestimmt von hier. Hä? Ach du Scheiße, hier brauche ich einen blauen Schlüssel oder so. What the fuck? Ach du Scheiße. Expresslift zum Chefbüro. Was? Ich will hier durch, aber geht nicht. Junge, ist das geil. Hier, was ist das denn? Karte der Polizeistation, danke. Luftsteuerungsraum, was ist hier? Raccoon, ja, für die Leute, die es lesen wollen, einfach Stopp drücken. Ja, Miss Kell ist der Polizeichef? Ach du Scheiße. Ja, ich glaube, er kann sowieso keinem trauen. Und wisst ihr, was wirklich das richtig Geile und Heftige ist? Diese Story an sich so ein bisschen findet ihr auch... Ja, wir müssen hier lang. 100%. 100% müssen wir hier lang. Ich weiß jetzt nur nicht, was wir uns holen, suchen sollen. Ich glaube, die Karte liegt dann hier irgendwo, würde ich sagen. Wir gehen einfach in jeden Raum. Was ist hier? Entsorgungsnotiz. Ah! Dose. Guck mal, was da drin ist. Untersuchen. Komm. Was ist drin? Und? Ein abgenutzter Schlüssel. Alles klar. Das ist ein Autoschlüssel. Damit können wir das Auto öffnen. Ja, hier für die Leute, die sehen wollen, einfach natürlich wieder Stopp drücken. Hui, hier gibt es ganz schön viel. Oder nicht? Ich kann aber nicht überall rein. Das ist irgendwie schade. Ah, hier sind ein paar Zombies. Was ist hier? Ja, nehme ich doch gerne. Brandgranatenmunition und so weiter. Dann gehe ich mal jetzt ganz kurz zurück. Also es wäre richtig cool, wenn ich einen Savepoint hier hätte oder so. Aber... Nö, warum Savepoint? Braucht man das? Kann man das essen? Nein. Wofür Savepoint? Hier irgendwo müsste was sein für eine Waffe oder so. Hinterm Auto oder so. Wartet mal bitte. Ich weiß aber nicht, welches Auto das war. Vielleicht bei diesem Polizeiauto hinten. Wo soll das denn sein, Digga? Welches Auto? SWAT-Einheit-Auto? Ich glaube eher, ich würde das hier sagen, aber... Oh je. Was? Geht auch nicht. Was ist denn hier? Vorderseite? Nö. Was ist damit? Hier geht auch nichts. Hä? Sieben, vier, drei, neun. Ah. Ich hab doch gesagt, hier ist irgendwas. Hier hinten. Ich wusste das doch. Hier war doch irgendwas. Hier, zack. Oh. Wir haben eine neue Pistole, Digga. Das glaubst du ja wohl selbst nicht. Digga, wir haben einfach eine neue Pistole. Geil. Okay. Ich glaube, diese, ja... Okay, die andere Waffe kann ich eigentlich ja irgendwo hinlegen. Wo lang sind wir gekommen? Von hier, ne? Hä? Nee, hier sind wir gar nicht lang gekommen. Digga, von wo sind wir gekommen?
Hä? Ach, wir sind von unten gekommen, ne? Genau. Warte, wir sind von hier gekommen. Ich will mal hier kurz runter. Einmal mal alles hier kurz verstauen. Wir haben so viele Sachen jetzt mittlerweile. Ich muss einmal verstauen hier. Zack, 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 zack. Hier. Zack. Pistole verstauen. Das kann ich da hinlegen. Ja, das passt. Und dann kann ich das... Ja, das passt auch. Richtig nice. Achso, ja, wir können dann noch speichern kurz. Wartet mal kurz, hier ist noch ein Spind. Noch eine Gürteltasche. Oh mein Gott. Geil, jetzt speichern wir aber. Geil, das habe ich noch gebraucht. Richtig geil. Okay, Freunde, irgendwie erinnert mich das so ein bisschen an Tomb Raider, um ehrlich zu sein. Haut rein, bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, es hat natürlich euch auch gefallen. Mir auf jeden Fall. Ciao, ciao.